Markus erfährt bei Sturm der Liebe, dass sein Bilanzbetrug aufgedeckt wurde. Sogar Ermittlungen wurden eingeleitet. Das möchte der Geschäftsmann nicht einfach so hinnehmen. Deshalb will er nach Frankfurt reisen, um vor Ort die Wogen zu glätten. Christoph kann das auf keinen Fall zulassen. Daher stellt er Markus eine Falle. Als kurz darauf klar wird, dass Alexandras Mann nicht in Frankfurt angekommen ist, ist die Sorge groß. Wo ist Markus und was hat Christoph mit ihm gemacht? Währenddessen ist Valentina traurig. Eigentlich verbindet sie eine gute Freundschaft mit Eleni. Diese ist jedoch wegen der Aussage Valentinas gegen Markus sauer. Michael hat glücklicherweise einen Rat für die Tochter von Robert. Wie es bei ihr weitergeht, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Montag um 15:10 Uhr in der ARD.